Hallo liebe Freunde, hier ist wieder die Papierfliegerwerkstatt und Pozzo zeigt euch heute, wie ihr einen BVB-Flieger bauen könnt. Das wird der BVB-Fanjet. Und wie der geht, zeige ich euch heute. Und dafür falte ich das Blatt so in der Mitte zusammen. Dann falte ich die Ecken bis zur Mittellinie. Und an der Stelle hier das Blatt so mit der Spitze zur Mittellinie zurück. Dann drehe ich den Flieger rum und falte wieder die Ecken zur Mittellinie. Begrüßen möchte ich heute ganz herzlich mit einem kräftigen Dankeschön meinen lieben Kameramann Linus. Der ist nämlich auch BVB-Fan. Hallo Linus. Hallo. Und der Linus, der filmt heute, wie dieser Flieger geht. Der BVB-Fanjet. Und natürlich drücken wir den Dortmundern ganz fest die Daumen fürs Finale. Ist doch so, ne? Mhm. Und vielleicht habt ihr ja Lust, euch mal so einen BVB-Flieger auszudrucken. Mit so BVB-Zeichen drauf, vielleicht sogar auf gelbem Papier. Und dann könnt ihr den Flieger nämlich auch mal im Stadion vielleicht starten. Das fände ich ja toll, wenn ich da irgendwann mal einen BVB-Fanjet fliegen sehen würde. Also, wir haben jetzt den Flieger so weit gefaltet, dass er auf dieser Seite so aussieht, auf der anderen Seite so aussieht. Wir nehmen die Seite, wo man hier mit den Fingern reingehen kann. Kann man das erkennen, Linus? Mhm. Sehr gut. Dann falten wir nämlich hier, wenn man das so etwas nach oben zieht, kann man diese obere Linie, kann man platt drücken. Dann sieht der Flieger so aus. Ne? Mhm. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Finger rein, hochholen und diese oben stehende Kante platt drücken, so dass es auf der darunterliegenden Linie zu liegen kommt. So, dann werde ich diesen Flieger jetzt wieder rumdrehen, dass er auf dieser Seite liegt und falte jetzt diese obere Linie bis zur Mittellinie und pass auf, dass diese Ecke, die da hinten vorflutscht, kannst du auch noch mal nah rangehen, dann kann man das gut sehen. Also wenn ich das hier so zur Mittellinie lege, dann ziehe ich mir hier hinten ein bisschen weiter weg noch mal. Dann ziehe ich mir das so hervor und auf der anderen Seite, wie das da geht, könnt ihr euch denken, nämlich genauso. Das heißt, ich nehme diese obere Linie, lege sie zur Mittellinie und hole mir dabei aber hinten das, was so rausflutscht, mit nach vorne. Dann sieht er so aus. Wird immer besser, ne Linus? Ja. Jawohl. Ja, sehr gut. Jetzt klappe ich noch dieses kleine Dreieck, was hier ganz innen drin liegt. Das falte ich jetzt noch so nach oben. Und falte dann den Flieger in der Mitte zusammen. So. Ja, also das hatten wir vorher schon alles geschafft. Und jetzt habe ich ihn in der Mitte zusammengefaltet. Jetzt braucht ihr eigentlich nur noch die Flügel zu machen. Dafür nehmt ihr euch hier vorne den Flieger und klappt ihn so nach unten. Und da könnt ihr jetzt mal selber ausprobieren, ob man ihn besser so steil faltet oder die Flügel ganz weit runterzieht, dass er hier unten nur noch so einen ganz schmalen Steg hat. Ich habe schon verschiedene Flügelgrößen und Formen ausprobiert. Ich mache es jetzt am liebsten immer so, dass es hier so ganz gerade ist. Ja, also ungefähr so ein, sage ich mal, 3 cm. Aber gerader Steg bringt ein gutes Flugbild. Den anderen Flügel baue ich genau da drüber. Und schon ist er fast fertig, weil jetzt braucht er eigentlich nur noch 1, 2 kleine Stabilisatoren an der Seite und fertig ist unser BVB-Jet. Viel Spaß und gute Flüge. Tschüss, Leute. Tschüss. So, liebe Freunde, wir machen jetzt einen Flugtest mit unserem BVB-Fanjet. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich hier noch eine kleine Veränderung gemacht. Nämlich, ich habe hier hinten so ein kleines Dreieck reingeknickt. Und dann haben wir festgestellt, Linus und ich, dass dieser Flieger mit diesem Bremsdreieck hier hinten so richtig, richtig gut fliegt. Und das wollen wir euch mal zeigen. Am besten filmst du mit der Kamera so Richtung Fenster. Dann kann man nämlich hoffentlich gleich sehen, wie er da hinten vorbeifliegt. Und ich starte.